Jetzt möchte ich etwas speziell über diese Ausstellung sagen. Schauen Sie mal den Raum. Wie wunderschön, wie Frühling. Einfach kann man sagen, obwohl der Frühling in Augsburg noch nicht so richtig gekommen, aber in Café Neruda doch gekommen, wenn man die Bilder und die Farben sieht. Und die Ausstellung hat ja auch wunderschöne Titel: Lebe und Wachse. Und wenn ich immer diese Bilder schaue, wie die Leben von einem kleinen Samen einfach wächst. Und das ist natürlich ein wunderschönes Gefühl für uns. Die zwei Bilder, die mich am meisten beeindrucken, das hat aber seinen Grund. Weil in diese Bilder sehe ich, die Künstlerin hat einen raffinierenden Weg gefunden und Spiegel reingesetzt. Das heißt, wenn ich das Bild betrachte, unwillkürlich sehe ich mich selbst. Und dann mir wird aber gleich bewusst, dass ich auch in diese Natur gehöre. Das heißt, ich bin nicht etwas anderes. Ich bin fest in dieser Natur. Und wenn ich in diesem Spiegel mich sehe, ich gehöre diesem Bild. Ich gehöre auch dieser Natur. Deshalb ich hoffe, dass diese Ausstellung etwas vermittelt, dass wir jeder Einzelne genauso stark und genauso einmalig dieser Natur und dieser Schöpfung gehören. Und lebe und wachse. Also, wir sind ein Teil, wir sollen uns selber Wert geben und wir sollen auch leben und wachsen. Aber einzeln, eine Rose wächst als Rose, nicht irgendwelche andere Pflanze oder so. Das heißt, wir sollen auch wachsen, wie wir selber sind, mit eigener Ich. Und das, denke ich, diese Ausstellung macht mir durch diesen wunderbaren kleinen Effekt bewusst, dass ich nur wachsen kann als selber. Und ich habe neulich auch gedacht, dem Leben gegenüber größte Sünde wäre, wenn wir weniger selber sind, als wir sein konnten. Und ich hoffe, diese Ausstellung wird uns allen weiter bewusst machen, dass wir gehören dieser Natur, aber wir sind genauso wertvoll wie jeder andere und wir sollen uns weiterentwickeln und wachsen. Ja, ich hätte es nicht besser sagen können, Fikret. So schön, dass das ankommt, was ich wirklich vermitteln will mit den Bildern. Das Leben und das Wachsen, eingebunden in die ganze Schöpfung. Und mit den Spiegelbildern, die an mehreren Orten hängen in Augsburg, will ich genau das vermitteln, dass aus Zerbruch was Neues entstehen kann. Leben entstehen kann, Wachstum entstehen kann. Und jeder kann was hineininterpretieren, was er gerne möchte. Darum habe ich auch die Kissenhüllen gemacht, auf weißer Leinwand Farbe hineingebracht. Jedes ist ein Unikat. Jede Kissenhülle ist ein Unikat und kann neues Leben schaffen. Und so habe ich es hier auch mit den Bildern auf Papier gemacht. Das ganze Leben ist in dieser Knolle schon enthalten. Und wir brauchen die Wurzel. Wir brauchen die Wurzel, wir brauchen die Knolle und dann kann die Blume wachsen. Eine abgeschnittene Blume stirbt, aber darum sind sie hier überdimensional groß gemalt. Das bewusste Leben aus dieser Wurzel heraus, aus der Kraft des Bodens heraus. Und das Schöne ist, dass diese Ausstellung jetzt zur Zeit des Frühlings ist. Die Juden feiern Pessach, die Christen das Auferstehungsfest. Überall in allen Kulturen wird das Leben wieder empfangen. Und ich freue mich, dass du hier wirklich diese Ausstellung so stark unterstützt und dass du Begegnungen dadurch möglich machen willst zwischen den Kulturen und zwischen auch verschiedenen Religionen. Sehr schön. Ich kann da nur einen ganz kleinen Satz ergänzen. Es ist wirklich viele Kulturen, viel unterschiedliche Sachen, viel unterschiedliche Menschen. 6 Milliarden Unterschiedlichkeit gibt es. Das soll kein Grund sein.
Grund sein zu Streitereien. Da soll kein Volk, keine Nationalität, keine Glaube mehr leiden. Und dafür gibt es einen wunderschönen Satz von 13. Jahrhundert, ein türkischer Mystiker, der als Yunus Emre bekannt ist, gesagt. Was unterschiedlich ist, ist nur die Lampen. Aber Licht ist immer der gleiche.